Teri hodo minutos. Emily Blunt, Benicio del Toro und Josh Brolin machen in Sicario gemeinsam Jagd auf mexikanische Drogenkartelle. Doch wie weit dürfen sie dabei gehen? Prisoners-Regisseur Denis Villeneuve erzählt den düsteren Cop-Thriller aus den Augen der jungen FBI-Agentin Kate Mason. FBI! Bist du verletzt? Alles gut. Wir erleben die Geschichte aus den Augen dieser jungen, idealistischen FBI-Agentin. Im Verlauf des Films muss sie mit ansehen, wie ihre Ideale und Moralvorstellungen langsam zerstört werden. Der Film erzählt von 3 Tagen. In diesen 3 Tagen wird ihre ganze Welt auf den Kopf gestellt. Wollen Sie dabei sein? Haben wir die Chance, die Männer zu kriegen, die für das heute verantwortlich sind? Sie schließt sich einer Gruppe von Leuten an, die bereit ist, Grenzen zu überschreiten, um ihr Ziel zu erreichen. Sie sind kein Amerikaner. Nein. Für wen arbeiten Sie jetzt? Ich gehe, wohin man mich schickt. Und von wo hat man Sie hergeschickt? Alejandro war Staatsanwalt. Dann wurde seine Familie im Drogenkrieg getötet. Und er verübte Attentate gegen das Drogenkartell. Er ist eine ziemlich mysteriöse Figur. Er ist wortkarg. Und Kate weiß, dass er nicht von der CIA ist und nicht zum Polizeiapparat gehört. Deshalb hat sie ihn im Auge. Von Anfang an. Bei diesen Leuten musst du vorsichtig sein. Die CIA darf nicht auf dieser Seite des Zauns operieren. Mich hat Emily Blunts bisherige Arbeit sehr beeindruckt. Ich wusste durch Filme wie Victoria, die junge Königin, dass sie diese innerliche Stärke ausstrahlt. Es gibt nicht viele Schauspielerinnen in Hollywood, die eine Waffe ziehen können und als FBI-Agentin glaubwürdig sind. Nichts von dem hier wird für ihre amerikanischen Ohren einen Sinn ergeben. Aber am Ende werden sie es verstehen. Verdächtiges Fahrzeug, linke Fahrspur. Fahrzeug bestätigt auf 9 Uhr. Sehen Sie Ihre Waffe. Durch ihre Erlebnisse fängt sie an, daran zu zweifeln, dass wir das Richtige tun. Die Geschichte hat mich fasziniert. Es ist ein Film über Entscheidungen. Und Emily Blunts Figur ist das emotionale Zentrum des Films. Ich bin kein Soldat, sowas tue ich nicht. Aber genau das passiert, wenn Sie da reingehen. So läuft das. Die Zuschauer erleben das mit Kate zusammen. Und ich glaube, sie werden dadurch ihre eigenen moralischen Richtlinien hinterfragen. Was würden Sie in dieser Situation tun? Er arbeitet für den Gegner. Er ist für uns ein Instrument, das wir kontrollieren können. Ich würde allen erzählen, was Sie getan haben. Das wäre ein schwerer Fehler. Stehen bleiben! Man wird als Zuschauer, so hoffe ich, ständig in verschiedene Richtungen gezogen. Man fragt sich, welcher Weg ist der richtige? Vielleicht gibt es keinen richtigen Weg. Mit Sicario gelingt Denis Villeneuve wieder einmal das Kunststück eines hintergründigen und gleichzeitig höchst unterhaltsamen Action-Thrillers, packend von der ersten bis zur letzten Minute.